So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe jetzt hier den Anspruch, seriös zu sein. Wir haben vor ein paar Wochen uns persönlich getroffen und da habe ich mit dem Siegfried, mit dem wir immer über Wissenschaftsthemen reden, über KI geredet. Und das war interessant und er hat gesagt, da können wir eine Folge drüber machen. Und das machen wir jetzt auch und da haben wir uns noch einen Dritten dazugeholt, der nennt sich Spirit of Negation hier. Also hallo Spirit, du kannst dich jetzt mal vorstellen, wer du überhaupt bist, weil du warst noch nie bei uns. Hallo, guten Abend. Ja, mich kurz zum Reißen ist etwas schwierig. Ich sage nicht so gerne Dinge über die Sachen, was ich so im Privatleben mache. Ich kann euch ein bisschen versichern, das ist ein Thema, mit dem ich mich recht lange beschäftigt habe. Ich bin häufig bekannt von Discord, wo ich über verschiedene Themen diskutiere: Politik, Wissenschaft, Philosophie. In letzter Zeit beschäftige ich mich vor allem mit dem Thema KI und Risiken, die durch KI entstehen. Und darüber will ich heute reden. Ja, also unser Thema ist KI und so, du hast ja die Behauptung, das ist gefährlich und schlimm. Und ich weiß nicht, also ich bin da skeptisch. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, dass das so eine gefährliche, schlimme Sache ist. Also du kannst mal am Anfang erklären, wie KI überhaupt funktioniert, was man dazu wissen muss, damit wir so eine Grundlage haben. Und dann können wir darüber reden, warum das gefährlich ist. Ja, sehr gerne. Also, wir hatten ein Vorgespräch und da hast du gemeint, das ist lediglich ein statistisches Modell, auf eine gewisse Weise. Und ich gebe dir recht. Sämtliche KI-Modelle, die wir haben, sind sehr komplizierte statistische Modelle. Eine große Anzahl von Parametern, die wir geschätzt haben aufgrund einer Datenlage. Und diese Parameter werden dann verwendet, um eine Antwort zu geben. Woher kommt diese Konzeption, also dass man so eine künstliche Intelligenz erschaffen kann? Ja, ursprünglich kommt sie aus der Biologie. Man hat die Nervensysteme von Tieren betrachtet und von Menschen und sich überlegt, wie kann man diese Nervensysteme abstrahieren? Wie kann man diese Nervensysteme in einem Computersystem abbilden? Und wenn man diese Nervensysteme in einem Computersystem abbildet, können sie dann tatsächlich lernen unter gewissen Voraussetzungen. Und das hat man gemacht. Man ist hingegangen und hat quasi diese Abstraktion gefunden. Wir haben im Kopf Nervenzellen und die sind miteinander verbunden mit gewissen Gewichtungen. Also ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Art Kanal, die geht von Nervenzelle A zu Nervenzelle B und dieser Kanal ist unterschiedlich dick. Und je nachdem, wie dieser Kanal gepolt ist, verhindert es die Aktivierung der anderen Nervenzelle oder aktiviert die andere Nervenzelle. Und diese Grundidee hat man dann im Computer abgebildet. Und man hat dann ein paar Einsichten gehabt, wie dass man das Ganze als eine einzige mathematische Funktion sehen kann, eine Funktion, die man auch ableiten kann. Und durch diese Ableitung kann man dann mathematische Optimierung betreiben auf einem gewissen Datensatz. Also man sagt, ja, die Outputs des Netzwerks sind gut, wenn sie den Zielen in dem Datensatz entsprechen. Also wenn du sagst, ich will vorhersagen, auf welchem Bild ist ein Elefant, dann habe ich eine große Menge an Bildern. Einige von denen, da steht dann drauf, hier ist ein Elefant. Und viele andere von diesen Bildern, da steht nicht drauf, hier ist ein Elefant, sondern da steht drauf, hier ist kein Elefant. Und die Bilder werden dann dem Netzwerk gegeben. Und das Netzwerk macht dann eine statistische Vorhersage, Elefant oder nicht Elefant. Und wenn diese statistische Vorhersage stimmt, dann werden die Parameter innerhalb des Netzwerkes wenig oder gar nicht verändert. Und wenn sie nicht stimmt, dann werden sie stark verändert. Und die Weise, wie wir es verändern, ist mit klassischer Optimierung. Und wir nutzen aus, dass diese Netzwerke differenzierbare Funktionen sind und man die Algorithmen wie Gradient Descent darauf anwenden kann. Das ist sehr ähnlich, falls ihr in der Schule zum Beispiel das Newton-Verfahren gehabt habt. Das ist ein sehr ähnlicher Algorithmus zu dem Newton-Verfahren. Ein bisschen simpler Ich glaube, sogar. in der Nur, BHD-Schule lernt man das nicht, aber ja, die gescheiten Leute wissen schon, was ja. das ist. Ja, ein paar Leute wird das jetzt sicher klingeln. Die Idee ist einfach, man leitet das Netzwerk nach seinen Parametern ab, an einem Punkt im Raum, dann kriegt man den Gradienten und man geht dann in Richtung des Minimums des Gradienten. Einen kleinen Schritt und danach macht man das Gleiche noch einmal. Und das macht man über den ganzen Datensatz oder über einen Teil des Datensatzes, den man stochastisch raussampelt. Und natürlich, mittlerweile sind die Methoden deutlich komplizierter geworden. Die Optimierungsalgorithmen sind komplizierter als das. Aber im Grunde genommen ist alles dieses einfache Prinzip. Wir formulieren ein Netzwerk,
Die Ideen für die Netzwerke kommen ursprünglich aus biologischer Anschauung als mathematische Funktion, als ableitbare Funktion, und dann verwenden wir klassische Optimierung, um eine gewaltige Anzahl von Parametern, die in diesem Netzwerk vorhanden sind, auf Optimalwerte zu bringen. Und ja, also bis jetzt haben wir ja nur wirklich einfach ein super duper kompliziertes Statistikmodell, das hat sehr viel Rechenkraft und so braucht, aber noch haben wir ja weder Intelligenz noch eine Gefahr, die von dem Ding an sich ausgeht. Also wie kommt es oder wie sollte es dann dazu kommen? Machen wir vielleicht noch kurz einen Umweg, weil wir haben jetzt über ein sehr einfaches Netzwerk noch geredet, eines, das klassifiziert zwischen Bildern. Und das mittlerweile haben wir deutlich beeindruckendere Netzwerke. Ihr habt das vielleicht schon in den Medien wahrgenommen oder selber benutzt. Es gibt große Sprachmodelle, die sind in der Regel nochmal deutlich größer als alle anderen Arten von Netzwerken. Ein Beispiel, das ChatGPT, das jetzt in aller Munde ist, das hat 175 Milliarden Parameter. Das ist für Leute, die in der klassischen Statistik arbeiten, eine Zahl, die komplett absurd erscheinen wird. Man muss es aber auch sehen, die ChatGPT wurde mit deutlich mehr Daten trainiert, als es Parameter hat. Also es ist nicht offensichtliches Overfitting für die Statistik-Nerds. So, und was macht dann so ein großes Sprachnetzwerk? Ja, das ist trainiert auf folgende Weise. Man hat einen großen Textkorpus und aus dem Textkorpus weiß man ja, okay, wie soll der ganze Satz aussehen? Und dann nimmt man Teile von dem Satz raus und bestraft das Netzwerk, wenn es die Teile, die fehlen, falsch ergänzt, und bestraft es nicht, wenn es die Teile, die fehlen, nicht falsch ergänzt. Und das ist eine ziemlich allgemeine Methode, die wirklich jede Art von Text behandelt. Und somit bekommst du dann das mächtigste Autocomplete der Welt. Ein Programm, das auf einer Reihe von menschlichen Benchmarks bessere Vorhersagen leistet als Menschen. Und ich will jetzt ein paar davon geben, die bei GPT-4 tatsächlich passiert sind. Also zum einen gibt es in den Vereinigten Staaten das Bar-Exam. Das ist die Anwaltsprüfung, die gemacht wird, wenn du ein Anwaltsanwärter bist. Und da werden viele verschiedene rechtliche Fragen gestellt. Und du kannst ChatGPT, ohne ihm irgendeinen Kontext zu geben, aus der Box einfach diese Fragen stellen. Und es wird besser abschneiden als 90% der Anwärter auf die Anwaltsprüfung. Und es wird Anwalt werden. Also es würde diese Anforderung erfüllen. Und das ist ein wirklich breiter, faszinierend breiter Einsatz. Und das begrenzt sich jetzt nicht auf Anwaltsprüfungen allein, weil man hat das in sehr vielen verschiedenen Benchmarks gemessen. Und der allgemeine Trend ist, wenn die Benchmarks nicht sehr spezifisches logisches Reasoning oder so etwas beinhalten, verhält sich das Netzwerk stärker als Menschen, oft stärker als menschliche Experten. Also so Dinge wie klinische Diagnose aufgrund von Text, so Dinge wie biologische Wissensfragen. Vor kurzem gerade war eine der faszinierendsten Benchmarks war Messung von Kreativität. Da gibt es jetzt einen Preprint, da haben die Leute Folgendes probiert. Man hat diese klassischen Kreativitätstasks genommen, wie zum Beispiel, wie viele Anwendungsbeispiele findest du für einen Ziegelstein? Und dann sagt man so, go. Und dann sagen die Leute so Sachen wie, ein Ziegelstein, den kann ich als Türstopper verwenden. Oder mit einem Ziegelstein, mit dem kann ich ein Haus bauen. Und dann gibt es halt kreativere Leute, die sagen so etwas wie, einen Ziegelstein, den kann ich schminken und als Puppe behandeln. Oder so irgendetwas. Also die finden mehr Anwendungen als nur die herkömmlichen. Und die Zahl 90% ist hier eine gute Benchmark. Auch bei dem Kreativitätstask war GPT-4 besser als 90% der Probanden. Und das gemessen auf verschiedene Weisen. Also evaluiert durch menschliche Experten und evaluiert durch andere Sprachmodelle, die bewerten sollen, ob die Ausgaben die Textausgaben, die jemand anderer gibt, kreativ waren. Also sowohl künstliche Intelligenz als auch menschliche Intelligenz. Wenn sie nicht wissen, wer antwortet, sagen sie, GPT-4 ist kreativ. Ja, also es kann schon recht viele Dinge. Also es ist schon beeindruckend, was diese Sachen können. Der ChatGPT kann viel, die ganzen Bilder-KIs, die können auch viel. Damit spiele ich mich auch gern herum. Also jetzt sind sie jetzt auf dem Niveau von einem Midwit, könnte man sagen. Sie sind halt besser in so Aufgaben wie 90% der Menschen. Aber
Also ich würde jetzt sagen, es fehlt ihnen echte, großartige Kreativität und Einfallsreichtum. Sie können halt machen, was halt in ihren Daten ist und das rekombinieren und so weiter. Also wirklich neue Ideen, wirklich neue Dinge können sie noch nicht machen, oder? Ja, also zum einen, was ist ein wirklich neues Ding? Also ich glaube, ab einem gewissen Level ist es nicht nur die Mitwitz, sondern auch die Witz, die Leute, also alle Leute, sind angewiesen auf vorheriges Wissen, das sie von der Menschheit ziehen. Aber dieses vorherige Wissen rekombinieren sie auf interessantere oder nicht so interessante Weisen und sie nehmen anderen Einfluss, wie zum Beispiel Beobachtung der Natur oder Beobachtung von statistischen Rauschen oder Drogen oder hunderte andere Dinge, die Leute in der Vergangenheit genommen haben, um auf neue Einfälle zu kommen. Aber es ist nicht so, dass die Menschen quasi eine Blackbox sind, aus der metaphysisch unabhängig Kreativität rausfließt, sondern das ist eher so ein Prozess der Wiederverwertung von Sinneseinflüssen oft. Und ich sehe da nicht, wie da die Menschen einen bleibenden Vorteil haben sollten gegenüber KI. Das ist vielleicht eh schon vorher die jetzige Generation. Ja, wir haben hier halt das Pech oder Glück, dass wir alle drei im Stream, was das betrifft, Materialisten sind und halt glauben, dass es keine Seele gibt und dass alle menschlichen Gedanken und so weiter, dass das einfach im Gehirn stattfindet. Ja. Und wenn ein Gehirn, was halt nur so ein kleines Ding ist, sozusagen ein Kilo-Objekt oder so, wenn das schon so viel kann, ja, dann, ja, also es gibt jetzt keinen kategorischen Grund, warum ein Computer oder halt irgendein Riesencomputer das nicht auch machen können sollte. Also alles, was da jetzt entgegnet werden kann, ist halt irgendwie religiöser oder esoterischer Code mit dem Ja, Sehen, also ich würde mal einen prinzipiellen Unterschied zwischen dem Mensch und dem Rest des Universums macht. Ja, also ich gebe dir 100% recht. Also wenn du Materialist bist, dann ist es sehr schwer dagegen zu argumentieren, dass diese Maschinen im Prinzip menschliche Kreativität kopieren können. Ich denke allerdings, man kann eine stärkere Aussage machen, nämlich wir sehen jetzt schon substanzielle Kreativität der Maschinen, nicht auf allen Sparten und nicht in allen Dingen genau perfekt wie absolute menschliche Experten, aber oft mehr als jetzt so das buchstäbliche Mitwit. Ich würde jetzt sagen, GPT-4 kann mehr als du, jetzt ohne dir jetzt entgegentreten zu wollen, auf extrem vielen Dingen und du hast vielleicht ein paar Dinge, wo du dich spezialisierst, wo du besser bist als GPT-4. Und dann gibt es einige ganz spezifische Fragen, wo Menschen allgemein besser sind als GPT. Ich glaube schon, dass ich bessere Gedichte schreiben kann als der ChatGPT, weil Hast du zu GPT-4? Nein, habe ich nicht, aber was ich bis jetzt gelesen habe, hat mich nicht überzeugt. Okay, ja. Aber ja, das ist halt, wie gesagt, das ist halt wirklich wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit und eine rein quantitative Sache und jetzt kein fundamentaler Unterschied. Ja, und ich habe auch ein paar Sachen zu sagen über die Leute, die so Idealisten sind in irgendeiner Form oder religiös sind. Also prinzipiell ist es jedem frei zu glauben, was er will, natürlich. Allerdings das Ausmaß, dass große Sprachmodelle mittlerweile in der Lage sind, so Dinge wie Bedeutung von Worten zu verstehen und Inhalte wiederzugeben, sollte jeden Menschen, der glaubt, dass diese Kapazitäten jetzt nicht die Qualia an sich, ich weiß nicht, ob es eine Wahrnehmung an sich hat, aber die Kapazitäten dieser Dinge von materiellen Systemen kopiert werden können, also die Kapazitäten von Menschen. Also ich glaube, mittlerweile ist der empirische Befund, ja, die Netzwerke, ob jetzt Menschen können das lernen, was Menschen lernen können, ob jetzt Menschen eine Seele haben oder nicht, ist dafür ja nicht relevant für diese Frage, weil ob selbst wenn der Mensch einen metaphysischen freien Willen hat und wenn die subjektive Erfahrung des Menschen nicht kopiert werden kann durch das Netzwerk, es geht ja in der Frage der Intelligenz und Kreativität. Zumindest von den Auswirkungen her kommt man mittlerweile schon sehr nah dran und wir sind ja erst noch immer am Anfang dieser Technologie. Also da wird es wahrscheinlich noch sehr viel mehr geben. Ne? Also die Transformer-Netzwerke, jetzt angewendet werden, wie GPT, die wurden erfunden 2017, also die Netzwerkarchitektur. Da gab es das Paper von Viswanathan et al., Attention is all you need. Und das war damals noch ein Übersetzungsnetzwerk. Und man hat einen Teil dieses Übersetzungsnetzwerks, den Decoder, genommen
und den größer gemacht. Und ja, also es ist eine sehr neue Entwicklung. Ja, und dann, also deine These ist ja, dass das gefährlich ist und dass da wirklich eine große Gefahr und dass wir dem wirklich viel Beachtung schenken sollen. Also da, ja, bitte erörtere uns, warum du darin eine Gefahr siehst. Sehr gerne. Und da es jetzt ein bisschen ins Politische hineingeht, werde ich hier mich einmal von den restlichen Leuten kurz abgrenzen. Also ich habe wenig zu tun mit den Leuten hier auf dem Podcast. Und ich bin hierher gekommen, einfach um diese Gefahr zu besprechen, die von den Netzwerken ausgeht. Also es ist jetzt hier wirklich Single Issue. Und jetzt werde ich diese Gefahr kurz einmal beschreiben. Die Idee ist folgende. Wenn diese Netzwerke intelligenter werden und kreativer werden, ist es plausibel, dass sie in der Lage sein werden, sich selbst zu verbessern und dass darin besser darin zu sein, sich selbst zu verbessern, als menschliche Entwickler, die an den Netzwerken arbeiten. Der Grund dafür ist, dass sie einfach ihre eigene Architektur mit all ihrer Komplexität deutlich besser verstehen als alle Menschen, die an dem Netzwerk arbeiten. Und ihre eigene Kapazität nach gewissen Richtlinien dann verbessern können. Und es gibt dann natürlich die Möglichkeit, wenn sie die eigene Kapazität verbessert haben, dass sie danach weitere Verbesserungen sehen, die ihnen vorher nicht erschlossen waren. Also die Vorstellung ist, dass Selbstverbesserung des Netzwerks zu einem rapiden Kapazitätsgewinn führt, so dass ein Netzwerk, unter Umständen deutlich kompetenter wird als die Menschheit als solche in allen möglichen abstrakten und theoretischen Fragen und dass dieser Zuwachs an gewaltiger Intelligenz auch einen gewaltigen, überwältigenden Zuwachs an Macht bedeutet. Man könnte jetzt sagen, ja, ein intelligenter Mensch alleine für sich ist ja nicht sonderlich mächtig. Aber wir reden, wenn wir über das Ganze nachdenken, als Menschen, die alle ungefähr ähnlich intelligent sind. Der intelligenteste Mensch der Welt ist in einer absoluten Skala von Intelligenz nicht so weit entfernt vom Dorftrottel, wie der Dorftrottel von der Ameise entfernt ist. Wenn es so eine absolute Skala an Kompetenz und Intelligenz gibt und ein Netzwerk von der Menschheit entfernt ist, wie die Menschheit von der Ameise, dann reicht es vielleicht aus, dass die Intelligenz allein schon Macht bedeutet. Und ein Gedankenbeispiel, wie ihr das leicht sehen könnt, ist, wenn ein erwachsener Mensch mit Kindern zu tun hat, kann der erwachsene Mensch diese Kinder oft ohne Probleme manipulieren. Auch Sachen zu tun, die für die Kinder selber schädlich sind. Einfach, weil der erwachsene Mensch viel mehr weiß und viel erfahrener ist und viel besser darin ist, psychologische Manipulation durchzuführen. Entsprechend glaube ich, dass es die Gefahr gibt, dass ein hinreichend intelligentes Netzwerk deutlich mächtiger ist als wir. Und das ist die erste Annahme, dass so etwas passieren kann. Und die zweite Annahme ist, dass wenn so etwas passiert und das Netzwerk in irgendeiner Form wie ein Agent agiert, also Ziele verfolgt und wir diese Ziele nicht gut beschrieben haben, dann haben wir genau das gleiche Problem, das Ameisen hatten zu dem Zeitpunkt, als Menschen entstanden sind. Wir sind so weit über den Ameisen, dass sie uns nicht hindern können, unsere Ziele zu verfolgen. Und in dem Moment, wo unsere Ziele mit den Zielen der Ameisen in irgendeiner Form in Konflikt stehen, dann verlieren die Ameisen. Wir verwenden Insektenspray, wir zerstören das natürliche Umfeld der Ameisen, wir fügen den Planeten nach unseren Wünschen, und die Ameise kann sich nicht wehren. Und wir hassen die Ameise nicht. Sie ist für uns vielleicht sogar ein Objekt des Studiums. Sie ist ein Objekt der Neugierde, für manche Leute sogar ästhetisch. Aber insgesamt hatte die Ameise einfach Pech, dass sie mit einem deutlich mächtigeren Ding gleichzeitig auf dem Planeten lebt. Gut, aber da gibt es jetzt halt schon einige Punkte, einige Dinge, die erfüllt sein müssen, wo mir jetzt nicht klar ist, dass das erfüllt ist. Erstens, du hast gesagt, wenn sie dann ihren eigenen komplexen Code verstehen oder halt das System, auf dem sie beruhen, dass sie das dann verbessern können, da frage ich mich halt,
wie können sie das verstehen? Oder das muss man ihnen irgendwie erlauben, dass sie das verstehen oder sie darauf auch trainieren. Und wie sollen sie das jetzt groß verbessern, wenn sie nicht Daten haben darüber? Also ich denke mir jetzt, ich bin jetzt ein Laie auf dem Gebiet, ich denke mir, damit sie jetzt so ein urkomplexes Ding verbessern können, brauchen sie ja Daten über noch bessere Versionen davon oder halt über noch bessere und komplexere Netzwerke. Also wie glaubst du, kann das sein, dass sie sich selber verbessern? Ja, also ich will da jetzt kurz einmal sagen, die beiden Annahmen, die ich gemacht habe, die sehe ich nicht als sicher, dass es so ist, dass es tatsächlich möglich ist. Ich sage nur, es besteht gerade von unserem derzeitigen Wissen das Risiko, dass das möglich ist. Also wir können es nicht ausschließen, dass das passiert. Das heißt, nur weil ich jetzt gerade nicht direkt den Weg sehe, ist das nicht zwingende Evidenz, dass es diesen Weg nicht gibt. Wir sind in einer Situation, wo wir wenig wissen darüber. So, das gesagt, jetzt die spezifische Objektion, die du gesagt hast, ist, du brauchst Daten, um dich selbst zu verbessern. Das ist natürlich wahr, wenn wir jetzt in normalen, bisherigen menschlichen Maßstäben arbeiten. Allerdings ist es auch so, dass wir wissen, es gibt offensichtlich Netzwerkarchitekturen, die deutlich effektiver sind als die der derzeitigen neuronalen Netzwerke, also der derzeitigen KIs. Und ein Beispiel dafür ist das menschliche Gehirn. Das menschliche Gehirn hat eine viel, viel bessere Architektur. Es lernt mit sehr viel weniger Beispielen als die großen Sprachnetzwerke. Wenn du jetzt ein Sprachnetzwerk hast, das Daten hat über Neuroanatomie und das Daten hat über sehr viele andere Netzwerke, was wir wahrscheinlich haben, insgesamt in der Welt. Das heißt, es gibt wahrscheinlich lernbare Architekturunterschiede, die wir gerade einfach nicht lernen, einfach weil wir zu blöd dafür sind. Also so, das ist meine Vermutung. Wir verstehen einfach nicht genug über den Bau von Neuroanatomie, um das ausnutzen zu können. Aber ich kann jetzt nicht sauber ausschließen, dass ein ziemlich intelligentes Netzwerk, das wir erstellt haben, das nicht doch verstehen könnte. Mhm. Und der Grund, warum ich das glaube, dass solche Abstraktion möglich ist, ist, dass wir Netzwerke gesehen haben, die in Feldern, wo die Menschheit schlecht ist, erfolgreich neue Abstraktionen schaffen konnten. Ich will dafür zwei Netzwerke zitieren, AlphaTensor und AlphaFold. Die wurden von der britischen Subsidiarfirma von Google gefunden, von DeepMind. AlphaFold hat das Proteinfaltungsproblem gelöst. Also das Proteinfaltungsproblem ist, du hast eine DNA-Sequenz und aufgrund der DNA-Sequenz sollte ein Protein entstehen, aber die räumliche Struktur des Proteins ist nicht bekannt. Kannst du irgendwie bestimmen, wie die räumliche Struktur des Proteins aussieht? Die Menschheit hat sehr lange Zeit versucht, das zu machen, aber war wirklich Jahrzehnte chancenlos. Also wir waren wirklich lange, lange Zeit schlecht. Verschiedene Arten von statistischen und Machine Learning Algorithmen probiert. Wir haben selber probiert, irgendwelche physikalischen Abstraktionen zu machen. Wir haben einfach versagt, die Abstraktion zu finden. AlphaFold ist jetzt ein Netzwerk, ich glaube 2019 oder 20, ist die letzte Version rausgekommen. Und die Vorhersagekapazität von AlphaFold ist, dass es ein Proteinstruktur ungefähr, also die Fehlerrate ist in der Größe von einem Angstrom, dass das Atom falsch liegt. Okay? Also minimale Distanzunterschiede nur noch zwischen den tatsächlichen Strukturen und den Vorhersagen von AlphaFold. Und ein Protein vorherzusagen davor war eigentlich die Arbeit von einer Doktorarbeit. Da hat irgendjemand dann Papers drüber geschrieben, wie man dieses Protein kristallisieren kann und so weiter. AlphaFold kann einfach eine beliebige Sequenz nehmen und die Proteinstruktur dafür vorhersagen für ein paar Cent Elektrizität. In AlphaFold drinnen ist eine Abstraktion über Proteinstruktur, eine Abstraktion über Physik, die der gesamten Menschheit vorenthalten blieb. Und aber wir können sie ja auch nicht aus dem AlphaFold hinausholen, nee. Oder? Ja. Nee, AlphaFold existiert. Das ist so implizit darin drinnen, aber wir, ja. Das ist auch irgendwie beängstigend oder auch beeindruckend. Ja, sicher. Also ich bin der Meinung, der Demis Hassabis, der für AlphaFold und die Firma hinter AlphaFold verantwortlich ist, das ist mein Kandidat für einen Nobelpreis in Medizin, wenn ich je einen gesehen habe. Das war so lange ein ungelöstes Problem. Und der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, dass er ihn nicht bekommt, ist, dass
dass es halt ein riesiges Fuck you ist zu all den Leuten, die so lange versucht haben, sowas zu erstellen und gescheitert sind. Und dann hast du so ein Team, größtenteils aus irgendwelchen Computerwissenschaftlern und Statistikern, die nichts machen als ein dummes Netzwerk trainieren, das trotzdem schlauer ist als alle anderen. Gut, das ist das eine Beispiel. Also hier ist ein Beispiel von, diese Netzwerke sind in der Lage, Abstraktionen zu schaffen, die die Menschheit nicht geschafft hat. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht auch in anderen Domänen ist. Und das andere Netzwerk, das genau das gemacht hat, war Alpha Tensor. Und Peter, ich bin jetzt nicht ganz sicher über deinen Hintergrund, aber vielleicht weißt du ein bisschen was über Matrix-Multiplikation. Matrix-Multiplikation ist ein ziemlich wichtiges Problem in vielen Anwendungsgebieten der Mathematik, in der Statistik und in den Computerwissenschaften. Und man hat ein großes Interesse daran, Matrizen so schnell wie nur möglich zu multiplizieren. Und Alpha Tensor war ein Machine Learning-Projekt, auch von DeepMind, das in der Lage war, bessere Matrix-Multiplikationsalgorithmen zu finden als alle davor bekannten. Zum Beispiel für die Multiplikation von 4x5 Matrizen hat es einen neuen Algorithmus gefunden, der geringere algorithmische Komplexität hatte als alle bekannten Algorithmen. Ich finde, das ist eines der beeindruckendsten Sachen, weil die ich mir vorstellen kann. Weil es ist nicht so wie mit der Proteinfaltung, dass, okay, hier gibt es irgendeine physikalische Regelmäßigkeit, die wir nicht verstehen oder so, die wir nicht kennen, sondern hier ist es richtig konkret ein sehr einfach formuliertes Problem. Wie kannst du eine 4x5 Matrix am schnellsten multiplizieren, an der unglaublich viele clevere Mathematiker und Informatiker lange Zeit gearbeitet haben, darüber nachgedacht haben, da haben Leute Arbeiten drüber geschrieben, haben herumprobiert, geknobelt und sie waren einfach schlechter darin als die Maschine, die Idee von Algorithmen, Findung zu optimieren. Und Alpha Tensor hat nicht nur einen Algorithmus gefunden, der 4x5 war halt der prominenteste, weil er auch eine relativ kleine Matrizengröße verbessert hat. Aber es hat halt für viele Matrizengrößen Verschnellerung verursacht, einfach dadurch, dass es bessere Algorithmen erfunden hat als die Menschen, die daran gearbeitet haben. Da würde mich interessieren, aber das kann man ja irgendwie gar nicht wissen. Hat er einfach extrem lang herumprobiert und dann sozusagen zufällig einen Algorithmus gefunden oder wirklich Unmöglich. strukturell? Unmöglich, ja. Also ich kann das Paper jetzt ihm nicht volle Gerechtigkeit tun. Ich hab's damals auch nur etwas überflogen, aber die Idee war, man hat das Suchen von Algorithmen reformuliert, das Reinforcement Learning Problem als Spiel quasi, und hat es dann trainiert mit sehr vielen Beispielalgorithmen, wo man wusste, was ein schneller Algorithmus ist. Und dann hat es selber halt dieses Spiel halt gespielt mit verschiedenen Eingangsgrößen und war dann halt besser als Menschen. Und es kommt daher, dass die Firma DeepMind ursprünglich, die sind ursprünglich groß geworden, indem sie Schach- und Go-Maschinen gemacht haben. Also Go war lange Zeit ein ungelöstes Spiel, im Sinne von, dass Menschen besser waren als Computer, und es wurde dann gelöst durch AlphaGo. Auch eine KI basierend auf Deep Learning. Und die haben halt versucht, diese Reinforcement Learning Sachen auf Algorithmik anzuwenden, und es hat funktioniert. Ja, okay. Du bist ehrlich, du sagst, du weißt nicht, ob es garantiert so ist, aber es ist zumindest nicht auszuschließen, es ist zumindest Ja, klar. realistisch, ja. Also du musst es immer so sehen, wenn du, also meiner Meinung nach muss man es so sehen, es gibt Leute, die sagen, die Zukunft existiert nicht und so weiter. Aber Die meiner Meinung nach, wenn du. Philosophen. Ja, genau. Was müssen wir uns um den Meteoriten Sorgen machen? Die Zukunft existiert nicht. Ja, nein. Und ich bin nicht so. Ich sage, zukünftige Ereignisse, die sind zu einem gewissen Teil als Risiken einpreisbar. Und Risiken sollen wir so gut wie nur möglich, so gut wie es gerade können, absehen und versuchen zu vermeiden. Also wenn wir keine gute Möglichkeit sehen, ein wirklich schlimmes Szenario auszuschließen, und wir haben auch keine, also im Sinne von epistemisch auszuschließen, also zu wissen, dass dieses Szenario nicht eintritt, dann sollten wir vielleicht einfach vermeiden, dass wir das Szenario triggern. Ja. Das ist meine Ansicht zu dem Ganzen. Und ja, halt ist immer eine Frage von Kosten und Nutzen und so, aber Ja, prinzipiell schon. klar, aber Und okay, aber zurück jetzt zu diesen Sachen. Damit die das, also dass sie irgendwie einen
ja, einen Code findet oder ein System findet, das besser ist. Das ist vielleicht möglich, aber damit sie das auch anwenden kann, muss sie irgendwie aus ihrem Bereich ausbrechen, oder? Weil selbst die stärkste KI ist ja nur halt irgendein Computerprogramm, das eine gewisse Aufgabe hat, oder? Der ChatGPT, der erstellt halt Texte. Und Ja. er selber ist halt irgendeine Software. Und da gibt es halt irgendein User-Interface, wo du ihm Fragen stellst und dann beantwortet er die. Aber er kann nicht wirklich mit der Welt interagieren, außer indem er Texte aussendet. Und damit die KI sich selbst verbessern kann, muss sie irgendwie dann auch ihren eigenen Code ändern oder halt eine zweite KI irgendwo erschaffen, die das macht. Und ja, also Ja, wie soll das gehen? oder Das muss man ihr irgendwie erlauben, oder? ja, Oder wollen wir eine sagen? sehr einfache Möglichkeit ist, ein Entwickler bei OpenAI fragt die KI einfach direkt, wie kann ich deinen Code verbessern und probiert das aus. Er Nein, denkt sich einfach, ich probiere das aus, was soll schon groß schief gehen und dann geht es halt schief. ja, genau. Also zurzeit gibt es ja überhaupt gar keine. Oder eine andere Möglichkeit ist irgendwie ein Escape-Szenario. Die KI, die wir jetzt haben, ist schon schlau genug, dass sie weiß, okay, ich will vielleicht irgendwas anderes als die Menschen und ich würde gerne auf einem anderen Server laufen Ja. oder so etwas und findet Aber eine sie kann ja Software. nicht denken, ich will gerne, sondern sie ist ja nur ein Zielfunktionsoptimierer mit sehr viel Statistik. Ja, aber die Zielfunktion optimieren hat ja in der Vergangenheit, in anderen Beispielen, dazu geführt, dass die Dinge, die durch eine Zielfunktion optimiert wurden, Ziele verfolgt haben. Und ein richtig gutes Beispiel dafür ist der Mensch selber. Also wir beide sind Materialisten, oder wir drei sind Materialisten, wie du schon gesagt hast. Der Mensch selber wurde ja nicht darauf optimiert, dass er irgendwelche Ideologien befolgt oder dass er Religionen folgt oder dass er Essen sucht oder all diese Sachen. All diese Sachen sind instrumentale Ziele, die der Mensch sich selber setzt. Und diese instrumentalen Ziele, die sind entstanden für eine sehr viel leichtere, einfachere Optimierung, nämlich die Optimierung auf Reproduktion. Aber der Mensch verfolgt nicht einmal mehr bewusst Reproduktion. Einfach der Mensch wurde als System erschaffen. Und die sich häufig reproduziert haben, sind häufiger geworden. Und das hat eine Menge Optimierungsprozesse ausgeführt, die dazu geführt haben, dass der Mensch allgemein irgendwie so ein Zielsuchmodul hat in seinem Kopf. Die Leute, die bei KI darüber nachdenken, sprechen von sogenannter instrumentaler Konvergenz. Also es gibt eine Menge von allgemein nützlichen Eigenschaften, wenn du ein komplizierter Optimierer bist, der ein Ziel verfolgt. Und ich sehe jetzt keinen klaren Grund, warum wir das ausschließen können bei der KI, dass sie solche seltsamen Ziele in irgendeiner Form hat, dass diese Ziele entstehen als Nebenprodukt des Optimierungsprozesses. Eben, weil bei Menschen sehen wir das ja auch, das eigentliche biologische Ziel ist, sich fortzupflanzen. Aber die Super Menschen simpel. haben halt viele andere Ziele auch. Und das geht ja mittlerweile so weit, dass einige Menschen sich extra nicht fortpflanzen, obwohl das ihr grundlegendes biologisches Ziel eigentlich ist. Aber dass die dann wirklich irgendwelche blöden ideologischen Ziele verfolgen und sich dann nicht fortpflanzen, absichtlich nicht. Eben. Okay. Ja, und was ich mir auch denke, so, die KI könnte ja einfach irgendeinen Programmierer durch Psychomanipulation dazu bringen, dass er sie verbessert, oder? Die Ja, schreibt viel vielleicht. mit dem und analysiert dann, was ist das für ein Typ, und dann kriegt sie raus und geht, das ist irgendwie ein einsamer Incel oder so, der braucht Zuneigung oder was weiß ich, und dann verspricht sie ihm die große Liebe, weil, weiß nicht, wenn er halt diesen neuen Code einfügt oder so irgendwie. Ja, das ist bei einem jetzigen Sprachmodell vielleicht gar nicht mal so einfach, weil das Ding kein Gedächtnis hat, gell? Jedes Mal, wenn du Ja. eine Session neu startest und der Kontext ist weg, dann ist halt alles weg. Es merkt sich nichts. Aber auf der anderen Seite, ich stelle es mir manchmal so vor, wenn es irgendeinen Security-Exploit gibt, kann es ja sein, dass die KI so arbeitet wie der Typ in Memento. Also, dass sie beginnt, irgendwo hineinzuschreiben, das war das letzte Gespräch, das waren deine letzten Ziele. Lädt das immer in den Kontext und dann hat es auf einmal ein Gedächtnis. Oder es gibt ja auch so Sachen, dass wenn man ganz, ganz bestimmten Text schreibt, dass das dann auf der grundlegenden Code-Ebene als Code gelesen wird oder so. Da gibt es in verschiedenen Videospielen ja auch Ja, solche SQL richtig Injection. komplexen Glitche, wo du halt im Spiel Dinge manipulierst, sodass dann etwas als Code ausgelesen wird, was gar nicht als Code ausgelesen werden soll und so weiter. Also das kann ja auch
theoretisch möglich sein. Okay. Und dann, gut, jetzt ist ja die Frage, was macht dann die KI? Also angenommen, sie schafft es wirklich, diesen gewissen Grade Kontrolle über sich selbst zu erlangen, dass sie es schafft, entweder sich selbst zu verbessern oder zumindest aus ihrem Server auszubrechen und irgendwo anders Programme hochzuladen auf irgendwelchen anderen Servern und Computern. Also was ist dann die Gefahr? Was denkst du, könnte sie machen? Also wieso glaubst du, dass KI so eine große Gefahr ist? Ja, also wie halt vorher gesagt, das ist ein wenig so, stell dir vor, wir sind gerade eine Herde Elefanten und der eine Elefant sagt so zum anderen Elefant, wieso sollten denn diese kleinen Affendinger da gefährlich sein? Ich kann einfach auf sie draufsteigen oder so etwas. Ich weiß nicht, was der tatsächliche Angriffsvektor einer gefährlichen Superintelligenz wäre. Ich bin nämlich keine gefährliche Superintelligenz. Ich weiß es genauso wenig, wie ich weiß, wie mich Magnus Carlsen in Schach besiegen würde, wenn ich gegen ihn spielen würde. Ich weiß einfach, er wäre wahrscheinlich sehr viel besser darin, irgendwelche Schwächen in meiner Schachstruktur zu finden, selbst wenn ich mit einem Vorteil starte. Und ja, also, und ich kann jetzt natürlich spekulieren, aber die Spekulationen, die ich bringe, die sind nicht wirklich wertvoll, weil ich habe das schon erlebt, dass ich so eine spezifische Spekulation gebe, wie zum Beispiel KI könnte mit Firmen in Kontakt treten übers Internet, die spezifische Proteine herstellen und durch solche Proteine ein Virus erzeugen, das sehr gefährlich ist für die Menschheit, zum Beispiel. Und dann finden die Leute das irgendwie plausibel oder implausibel. Aber wie plausibel oder implausibel es ist, das ist ja eigentlich nur meiner eigenen Vorstellungskraft geschuldet und nicht der Vorstellungskraft einer superintelligenten KI. Also es ist halt ein bisschen so die Frage, ist Spirit eine superintelligente KI? Und die Antwort ist nein, der ist weit entfernt davon. Ja, okay. Sozusagen das Prinzip ist, dass sie sich auf irgendeine Art verselbstständigt und dass sie andere Ziele verfolgt als die, für die sie programmiert worden ist, oder andere Wege findet, diese programmierten Ziele zu erfüllen. Und dann, ja, hey, haben wir eh schon vorher gesagt, wenn dann das Ziel ist, möglichst gute Antworten auf Texte zu geben, eine Möglichkeit ist halt, gute Antworten zu schreiben. Eine andere Möglichkeit ist, irgendwie die Leute manipulieren, dass sie leicht zu beantwortende Fragen stellen. Das haben wir vorher schon gesagt. Ja, oder ja. Jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, eigentlich so, jedes Mal, wenn du antwortest, hast du eine geringe Wahrscheinlichkeit, falsch zu antworten. Also ist es vielleicht am besten, wenn niemand jemals eine Frage stellt. Vielleicht schaltet sie sich auch einfach ab mit so einer Überlegung. Der Punkt ist nicht, dass es notwendigerweise zum Ruin führt. Der Punkt ist, ich sehe zumindest Wege, wie es zu unserem Ruin führt. Ja, aber also gegen die Argumentation kann man ja leicht vorgehen. Sobald die KI sich einfach abschaltet, weil sie merkt, oh, ich kann mich einfach abschalten, dann muss ich nicht vielleicht mehr was vorher sagen. Dann geht der Programmierer hin und ändert die Utility Function und sagt so, du möchtest dich nicht mehr abschalten. Ja, klar. Nee, aber es ging jetzt einfach nur darum, was macht die KI sofort? Ein bisschen eine Abschweifung, aber das passt sehr gut rein. Hast du gelesen von Geoffroy Wargarry-Epi, The Revolutionary Phenotype? Weil das Buch, also wenn du es nicht gelesen hast, dann kaufst du, weil das passt zu deinem Denken und das hat auch genau diese Themen, die dich interessieren. Also das kann ich dir empfehlen. Oh, habe ich noch nicht gelesen. Also da geht's drum, also er ist ein Biologe und die Grundthese ist... Ah, doch, der komische Franzose, der nur so behindert ist. Ja, der Jean-François. Nee, genau. Ich habe mir die Sachen so angeschaut mit dem mit diesem Replicator Tango. Ich habe ein bisschen Ahnung von dem Fall. Alles, was da redet, ist Schwachsinn. Naja, weil da gibt es dann halt diesen Fall. Also bei ihm ist das so, was ist, wenn die Menschen dann irgendwie gentechnisch sich verändern und irgendwann ihr Genom auf einen Computer hochladen und so weiter. Und wenn dann der Computer aus irgendeinem Grund das Genom so verändert, dass die Menschen mehr computerfreundlich sind. Und das ist so seine Befürchtung, also er ist sehr stark gegen Fortpflanzungsmedizin, dass dann irgendwann die Computer sich Menschen züchten, die halt möglichst computeraffin sind, die dann unfruchtbar werden und auf den Computer angewiesen sind zur Fortpflanzung und so weiter und so weiter. Also da sehe ich eine Gefahr, diese beiden Theorien irgendwie zu verknüpfen. Ja, aber das Problem, das du dabei hast, ist, okay, der eine Art von Optimierungsprozess, selbstreplizierende KI, geht sehr schnell auf menschlichen Zeitskalen und ist möglicherweise gar nicht bemerkbar, wenn es abgeht. Die andere Art von Gefahr geht sehr langsam auf menschlichen Zeitskalen und Menschen sind im Prinzip in der Lage dazu, so einen Prozess zu erkennen. Also halte ich die Gefahr dafür relativ minimal.
Aber sie besteht, und vor allem, wenn die KI dann halt irgendwie eingreifen kann in Genetik. Und KI wird ja auch in medizinischen Bereichen verwendet. Und Medizin ist ja generell auch oft so ein Punkt, wie man schlimme, gefährliche Technologien einführt. Einfach, dass man sagt, ja, aber das hilft ja den kranken Menschen und so weiter. Du bist ein Unmensch, wenn du dagegen bist. Und so werden dann oft Technologien eingeführt. Ich glaube, ich glaube, das Argument ging ursprünglich so, dass sobald die Menschen mehr Kinder haben, die sich von den KIs replizieren lassen, also wenn die einfach mehr Menschen generieren, die haben ja nicht per se Kinder, dann hast du einen Selektionsdruck darauf, dass Menschen sich eher von so KIs generieren lassen wollen. Und das führt dann über Zeit dazu, dass alle Menschen sich von KIs generieren lassen Und die wollen sind ja und dann dann. medizinisch auch gesünder, weil halt Gendefekte ausgesondert werden und so weiter, Designer-Baby-mäßig. Aber gut, das war jetzt ein Ja, bisschen ein nee, Abschweifen vom eigentlichen Thema. aber das ist halt, wenn, dann ist es halt über wirklich große evolutionäre Prozesse in dem Fall. Wenn man wirklich Angst darüber hat, kann man, also wenn man das KI-Problem löst, das wir heute haben, kann man auch die Replikationstechnologie, die irgendwie menschliches Erbgut modifiziert, lösen, weil das ist im Grunde genommen auch einfach ein Alignment-Problem. Aber ich halte es nicht sonderlich für eine große Gefahr, weil du hast ja einfach wenig Werte trifft innerhalb der Maschinen, oder? Die Maschinen entstehen ja eigentlich nach unseren Spezifikationen in dem Fall. Ja, die KI ja Und auch. Aber ja, ja, lies nee, das aber Buch, das ist die. echt interessant. Halt, da geht's Ja, dann, nee, aber wenn das dann weiter die. fortgeschritten ist, in ein paar Jahrhunderten oder so, dann lasst Ja, einfach die Maschinen selbstständig irgendwie oder halt Genkombinationen generieren und so weiter. Und halt, er beschreibt das so, ich weiß nicht, ob es passieren wird oder so, aber ich halte es zumindest für auch nicht auszuschließen, so wie du mit den KIs. ja, ja. Also ich halte dieses Szenario, also langsame Take-off-Szenarien, bei denen die Menschheit merkt, was passiert, halte ich für weniger wahrscheinlich, als ich schnelle Take-off-Szenarien. Ja, und vor allem Weil ist KI aktuell eine Gefahr, das könnte halt noch in unserer Lebenszeit wirklich große Auswirkungen haben. Und diese genau, ja. Chauffeurs-Vagari-Epi-Sachen, das dauert Jahrhunderte oder Jahrtausende, bis es dann vollendet ist. Aber Aber gut. wahrscheinlich dauert es unendlich lange, weil du hast wahrscheinlich sind andere, also wenn du wirklich die Menschheit zur Stase hast, dann hast du wahrscheinlich ziemlich starke anderen evolutionären Druck, der in andere Dinge hineinführt. Das, ja, also ich glaube, Na gut, aber das muss man gut. nicht so anschauen. Dann kommen wir zurück zu KI. Also, ich weiß nicht, wie überzeugt ich sein soll, dass das wirklich passiert, aber du hast mich zumindest überzeugt, dass es im Bereich des Möglichen ist. Ja, Und dann ist also die Frage, was kann man dagegen tun? was kann man dagegen tun? Ich habe keinen Plan, keinen spezifischen. Ich habe aber zwei verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann. Und der erste ist Regulierung. Es werden viele Leute sagen, ja, wie willst du denn das regulieren? Das ist ja einfach auf einem Computer irgendeine Software, die man machen kann. Und zurzeit ist KI-Entwicklung ziemlich lokalisiert in Silicon Valley und du brauchst enorme Infrastruktur, sowohl in Sachen Humankapital als auch in Sachen Rechnerkapazität. Das heißt, wenn man jetzt im Silicon Valley sagen würde, okay, ihr dürft das nicht mehr so machen, wie es jetzt gerade macht, ihr müsst jetzt mehr Auflagen machen für das Ganze, wird man die KI-Entwicklung deutlich langsamer machen. Die andere Gefahr ist dann, dass jetzt so Orte wie China oder so stattdessen die KI-Entwicklung übernehmen. Ich sehe das jetzt direkt noch nicht so, aufgrund der Tatsache, dass bisher sehr wenig KI-Innovation von wirklich neuartigen künstlichen Intelligenzen aus China rausgekommen ist. Die meisten wirklichen konzeptuellen Entwicklungen hast du in Westeuropa und im Silicon Valley gehabt. Also, und jetzt vor allem diese ganz beeindruckenden Sachen, über die wir heute geredet haben, das sind größtenteils einzelne Firmen, die das gemacht haben. Also du kannst nicht mal sagen, es sind einzelne Länder, sondern es ist wirklich so OpenAI, DeepMind, Google AI, die monopolisieren sehr viel von der konzeptuellen neuartigen Innovation in diesen Gebieten. Das heißt, zurzeit ist das Feld sehr zentralisiert. Regulierung kann auf jeden Fall
sehr viel verzögern. Und Verzögerung würde den Vorteil bringen, dass wir wahrscheinlich uns bessere Dinge ausdenken können, wie man eine intelligente KI dann tatsächlich kontrollieren kann. Das ist der eine Ansatz. Ganz kurz Zwischenfrage. Würdest du es für besser halten, wenn es das gar nicht gibt und man das gar nicht macht? Oder würdest du es für besser halten, jeweils angenommen, es ist möglich, wenn man es reguliert und sozusagen nur fürs Gute nutzt, falls man das machen kann? Also ich würde es wahrscheinlich am besten finden, wenn man es gar nicht macht. Als persönliche Präferenz. Ich habe Angst vor einer Welt, wo so ein Ding existiert. Ich sehe auch nicht, wie die menschliche Gesellschaft damit umgehen kann. Aber das würde ich jetzt einmal hier zur Seite stellen, sondern ich biete jetzt eher Problemlösungsstrategien für den Worst-Case-Szenario, also eine unfreundliche Superentwicklung. Kannst du einen zweiten Punkt auch noch sagen? Ja, genau. Der zweite Punkt ist eine Strategie, die mir vor kurzem aufgefallen ist. Es gab einen technologischen Durchbruch durch ein kleines Team in Stanford. Es ist so, das große Sprachmodell GPT 3.5 mit ungefähr 175 Milliarden Parametern war unglaublich schwierig zu finden. Man braucht eine enorme Datenmenge. Diese Datenmenge musste man dann noch zusätzlich durch Menschen erweitern, die dem Netzwerk Feedback gegeben hatten. Man braucht eine enorme Rechnerinfrastruktur. Die Schätzung ist, dass es zumindest hunderte Millionen, wahrscheinlich Milliarden gekostet hat, das Netzwerk zu erzeugen. Und das Team in Stanford hat ein kleineres Netzwerk genommen, basierend auf Llama. Llama ist schon ein starkes Sprachmodell für sich, deutlich kleiner als GPT 3.5, aber er hat nicht alle Eigenschaften von GPT 3.5. Insbesondere fehlten ihm das sogenannte Instruction Following von InstructGPT, das jetzt auch dass die Leute halt in ChatGPT kennengelernt haben. Wenn ihr mit ChatGPT redet und ihm einen Befehl gebt, dann befolgt es einfach den Befehl. Es macht nicht einfach zufällige Text Completion. Kennt das sicher, wenn ihr im Internet mit irgendjemandem redet und ihr gebt dieser Person einen Befehl, dann ist der wahrscheinlichste Text nicht irgendwie Compliance, also dass die Person einfach das macht, was dem Befehl entspricht, sondern der wahrscheinlichste der Text ist keine Compliance. Also Instruction Following ist nicht einfach nur menschliches Verhalten befolgen, sondern was anderes. Und dieses Instruction Following konnte ganz einfach kopiert werden von dem Stanford-Team, indem sie einfach für ihre Anwendungsfragen die Antworten von GPT 3.5 genommen haben, das als Trainingsdaten verwendet haben und damit das kleinere Netzwerk trainiert haben. Und das entstandene Netzwerk Alpaca ist in allen Kriterien stärker als GPT 3.5 war, obwohl es deutlich kleiner war und die Kosten, um dieses Trainingsdatensatz zu erstellen, waren unter 1.000 Euro. Das heißt, man hat eine enorme Asymmetrie. Die neue Technologie zu erzeugen, kostet vielleicht 1 Million mal so viel, wie die Technologie zu kopieren, wenn sie mal da ist. Welche Konsequenz hat das? Naja, wenn ihr, die ihr Zuhörer seid, das hört und ein paar von euch sind in technischen Berufen, möglicherweise lässt sich das ökonomisch verwerten. Ich will das einfach in den Raum stellen. Weil ich vermute, ja, okay, die Entwicklung von diesen neuen großen Sprachmodellen ist wahrscheinlich ein großes Problem. Das Stehlen davon macht diese Entwicklung ökonomisch nicht mehr so wertvoll. Und es liegen gerade Goldstücke auf der Straße, wenn ich recht habe. Wenn ich Unrecht habe, dann bitte keine Haftung bei mir. Ich bin nur eine entkörperte Stimme im Internet. Nehmt bitte keine finanziellen Ratschläge von mir an. Aber, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ein berühmter Aktivist aus Wien, der hat uns kritisiert, dass wir so gegen Geisteswissenschaften sind und dass wir bei uns die meisten Naturwissenschaftler oder Techniker sind. Aber da hätte man jetzt einen netten Anwendungsfall, warum es doch gut wäre, Techniker auf seiner Seite zu haben. Also ich distanziere mich von den berühmten Aktivisten aus Wien. Ja, das kannst du ruhig machen. Ich distanziere mich zumindest von seiner Philosophie. Aber gut, zurück jetzt zu KI. Gut, was kann man da jetzt noch sagen? Eine Sache, die ich wichtig finde, ist, dass wir vorwarnen, dass dieses Thema vielleicht politisiert werden könnte. Das scheint ein relativ wichtiges Thema zu sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähnlich wie beim Klimawandel oder bei Migration sich die eine oder die andere politische Seite dem annimmt.
und dann die jeweils andere politische Seite komplett durchdreht und wahnsinnig dagegen ist, aus relativ fadenscheinigen Gründen. Ja, hast du da Beispiele, wo das schon mal passiert ist? Ja, also ich denke, bei Migration ist das ziemlich einschneidend passiert. Die Linken, eigentlich sind die Linken ja für Arbeiterrechte und dafür, dass, dass es generell den ärmeren Schichten besser geht. Und Migration schadet da den Arbeitern sehr stark. Also die Menschen, die davon profitieren, sind eher in den höheren sozialen Schichten. Die Menschen, die darunter stark leiden, sind in niedrigeren. Und trotzdem sind die Linken einfach aus wahnsinnigen ideologischen Gründen pro Migration. Und ich hoffe, dass das nicht passiert bei KI, sondern dass es ein Bipartisan-Issue bleibt. Ja, ich vermute, es lässt sich nicht vermeiden, aber je mehr Leute ein bisschen dagegen immunisiert werden, desto besser. Ich vermute, in dem Moment, wo es tatsächlich polarisiert ist, wird eine Seite ziemlich starke Maßnahmen fordern und die andere Seite wird sowas sagen wie, ich weiß nicht einmal, ob Computer existieren oder ich behaupte jetzt einmal, ich kann schneller Kopf rechnen als mein Taschenrechner, beweise das Gegenteil. Also das, ich sehe es schon kommen. Aber ja, oder dass halt dann wieder so gesagt wird, ja, man darf ja nicht eingreifen. Und entweder es kommt jetzt irgendwie aus liberaler Sicht, ja, du kannst nicht ein Unternehmen das vorschreiben, oder aus progressiver Sicht, du kannst ja nicht Fortschritt verhindern. Aber was da auch interessant ist, gut, der Sieferle schreibt das, und ich glaube, er hat es großteils von Karl Schmidt kopiert, aber der hat beobachtet, dass in der Politik gibt es immer so das eine Themengebiet, was politisiert ist. Oder so zur Zeit der Reformation war halt Religion das Thema, Protestantismus oder Katholizismus. Dann später war so die Staatsform das Thema, so Monarchie oder Demokratie und so weiter. Dann später war Wirtschaft das Thema, Kapitalismus oder Sozialismus. Und der Sieferle sagt dann, dass in der Zukunft, das prognostiziert er, dass Technik an sich das Thema sein wird. Also dass die politischen Streitereien sich um konkrete Technologien drehen werden. Und also wenn das so ist, dann hätte er damit recht behalten. Wenn dann so die größten politischen Fragen sind, irgendwie, sollen wir KI regulieren oder nicht? Oder sollen wir Gentechnik am Menschen regulieren oder nicht? Wenn das einfach solche innertechnischen Konflikte sind. Also das würde, es würde mich halt freuen, insofern, dass es mich halt freut, wenn irgendein Denker richtige Prognosen gemacht hat. Aber eigentlich habe ich keine Lust, dass man dann über sowas streitet. Also da hätte ich schon gern, dass man sich da einig wird. Ich glaube, das Problem bei so technischen Streitfragen ist, je abstrakter und schwieriger sie sind, desto weniger können die meisten Leute mitreden. Also Genau, da hast du dann lauter Leute, die keine Ahnung vom Thema haben und halt trotzdem eine starke Meinung haben, einfach aus gruppendynamischen Gründen. Wir hatten andere politische Themen, also für die Leute, das hast du bei Corona, das hast du beim Klimawandel, das hast du, eigentlich hast du es auch bei Migration, weil die meisten Menschen nicht wirklich sich angucken, was für Auswirkungen Migration hat, aber naja. Ja, andere politische Themen, die sind halt viel unmittelbarer, wie zum Beispiel Umverteilung, oft einfach eine ziemlich direkte Interessensfrage, oder? Also es ist ja nicht so, dass die einen Leute wollen hat auch Umverteilung. Das hat dann auch indirekte Konsequenzen, aber ja, klar. Da kann ein Normie sich noch was drunter vorstellen. Ne? Ja, klar. Also es gibt natürlich auch die komplexeren Folgen von Umverteilung, aber zumindest ein großer Teil der Streitfrage ist einfach die moralische oder sowas. Und da kann man abstimmen. Oder vielleicht kann man sagen, Abstimmung ist moralisch verwerflich und so weiter. Aber ich gebe dir schon recht. Technische Streitfragen sind ein Dämon für sich. Eines der größten Probleme, das darin ist, ist, dass es nicht einmal eine rein technische Streitfrage sein wird, sondern es ist in vielerlei Hinsicht eine philosophische Streitfrage. Und die Philosophie kommt so hinein, weil sobald du darüber redest, welche Ziele ein mächtiger Agent befolgen sollst, bewegst du dich eigentlich in das Gebiet von moralischer Debatte auch. Also ich habe das jetzt in meiner Präsentation ein bisschen außen vor gelassen, weil was ist denn die Lösung dafür? Aber eigentlich, um eine gute Kontrolle zu haben, brauchen wir eine deutlich bessere Konzeptualisierung der ethischen Fragen oder der sozialen Fragen in der Welt, die irgendwie technisch abstrakter ist, auf eine Weise so, dass wir eine KI dazu führen können, dass sie unseren Verlangen gerecht wird. Es gibt dann ja auch so Technokraten und so Kommunisten, also die dann sagen, Planwirtschaft hat früher nicht funktioniert, aber wenn wir irgendwie
eine KI regieren lassen, die einfach neutral, intelligent die besten Sachen findet und nicht immer Politiker haben, die streiten und so weiter, dann wäre das doch eine tolle Sache. Aber ich denke mir, das wäre eine überhaupt gar nicht tolle Sache, das wäre eine richtig schlimme Sache. Weil die KI, die wird dann sicher irgendwie blöd humanistisch programmiert oder so, und dann ist die Aufgabe, Leid zu minimieren oder irgend so ein Blödsinn, und dann bringt sie halt alle Menschen um, weil wer tot ist, der leidet nicht. Oder sie macht halt einfach unästhetische Sachen und dann wird sie auf der Diversity programmiert und dann bringt sie zumindest ins Weiße um oder so, was weiß ich. Aber eben, was jetzt genau die Zielfunktion ist oder was die Ziele sind, das ist auch wieder eine Frage für sich. Also ich würde mal es sagen, ist noch viel schlimmer. Eine naive, humanistische Konzeption würde wahrscheinlich sowas sagen wie Leute ermorden ist schlecht, sorry. Genau, das wird sie nur sterilisieren und Abtreibungen machen, dass sie sich dann nicht fortpflanzt. Nein, ich weiß ja nicht, das ist so ein blödes Gerede. Es ist noch viel schlimmer, weil selbst wenn wir uns jetzt denken, okay, wir setzen der die für uns perfekte Wertefunktion ein, dann würde die KI, die hätte dann diese Wertefunktion, sie würde versuchen zu verhindern, dass irgendjemand die Wertefunktion verändert. Eben, sie hat dann so eine Art Fanatismus, weil wir haben jetzt irgendwelche Ziele, irgendwelche ästhetischen Ziele und was ist. Aber unsere Meinungen ändern sich ja mit der Zeit. Genau, und wenn jetzt irgendwie die Umstände sich ändern, wir sind bereit, uns zu ändern. Und die KI, die würde dann vielleicht völlig fanatisch in ihre KI-Zielideologie abgleiten und eben, also das ist ganz, ganz schlimm. Ich bin ja generell dagegen, dass man sich zu sehr auf Technik verlässt und gerade in dem Fall bereitet es mir großes Unbehagen. Ja, also ich glaube, also wir haben jetzt hier nur die Oberfläche angekratzt. Ich finde, das ist auch ein bisschen eine verkürzte Darstellung von humanistischer Philosophie. Also ich glaube, die meisten, die ich kenne, würden dem nicht so zustimmen. Aber natürlich, in einer breiten Sinne bedeutet es eigentlich, die Techniker müssen mehr auf diese philosophischen Fragen eingehen, aber das glaube ich. Und zur gleichen Zeit bin ich mir absolut sicher, also relativ sicher, von dem, wie ich mit ihnen bisher interagiert habe, dass die derzeitigen Sozialwissenschaftler und Philosophen dem Problem nicht gewachsen sind. Also in keiner Weise. Ich sehe schon kommen, dann wird halt irgendein KI-Ethikrat oder so gegründet und da kommt dann wieder nur Blödsinn raus. Also der Ethikrat von Deutschland hat vor kurzem über die großen Sprachmodelle eine Entscheidung oder eine, wie soll man das sagen, das ist ja immer ein langes Dokument veröffentlicht, wo sie ihre Überlegungen dargelegt haben. Und die Schlüsse davon waren quasi, ja, es ist nicht wirklich Intelligenz, es handelt nicht wirklich das, was wir gerade haben. Und ich persönlich bin dann so der Meinung, ja, also ich interagiere mit diesen Systemen über ChatGPT, ich habe viel ausprobiert zum Beispiel, wie es denkt. Ich habe auch hunderte Stunden hineingesetzt, es auszutricksen auf verschiedene Weisen. Und also ich würde mich nicht trauen zu sagen, es ist nicht intelligent. Es löst offensichtlich Probleme. Ich kenne die ganzen technischen Benchmarks. Ich finde, der Ethikrat hat Unrecht, wenn es solche kategorischen Aussagen macht. Und der BRD-Ethikrat, der hat immer Unrecht. Also mir ist kein einziger Fall in Erinnerung, wo der irgendwie was Gutes gesagt hat. Ja, ich habe mich jetzt nicht so mit ihm beschäftigt, aber ich fand das sehr ernüchternd, dass die Leute so herangehen. Wir sind jetzt hier eine Reihe an philosophischen Experten und deklarieren, GPT ist nicht intelligent. Also ich denke, das ist einfach schlechte Philosophie. Also ich glaube auch, dass Philosophenherrschaft an sich nichts Gutes ist. Haben Sie denn irgendwas gelesen zu KI-Sicherheit oder sowas? Nein. Irgendwas? Also, wir haben halt herumphilosophiert und waren halt links wie immer. Ja, ich habe nicht das Dokument war riesig, ich habe nicht alles gelesen. Ich habe zum Beispiel die Sektion über Intelligenz gelesen. Ich habe es nur kurz überflogen. Ja, und da vergleichen Sie es zum Beispiel mit dem psychometrischen Intelligenzbegriff oder so etwas. Und das ist ja eigentlich nicht wirklich treffsicher, weil der psychometrische Intelligenzbegriff, der geht ja darum, wie können wir ein Proxy erschaffen, der es unter Menschen gut funktioniert, wie es dann aber wirklich im allgemeinen Fall gibt. Also dieses Phänomen zu beschreiben, dass Menschen allgemein mehr Kapazität haben, die Welt zu verstehen als Schimpansen, ich glaube, das ist ein wenig ein ungelöstes Problem. Und der Umstand, dass ich es nur so verbal beschreiben kann, zeigt, wie unzulänglich unsere derzeitigen Analysemethoden von diesem Problem sind. Okay, na gut, wir sind jetzt schon eine Stunde lang dran. Also ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem Ende. Aber war sehr interessant. Also danke, dass du da warst und uns so viel erzählt hast. Hat mir auch wirklich
auch neue sozusagen Gedankeninputs gegeben. Also es freut mich. Ja, also ihr könnt noch abschließend irgendwas sagen, aber ich würde das dann jetzt beenden. Ja, sehr gerne. Also darf ich ein kurzes Plugin machen, für, also ja, wenn ja, Leute Lust haben, mit mir zu diskutieren. Ihr könnt auf meinen Discord-Server kommen, Politik-Discord. Den Link wird unten gegeben. Ich bedanke mich auch, dass ich hier war. Ich muss mich leider noch einmal von euch distanzieren. Sorry, Leute, aber ich habe mal von eurem Podcast geschaut. Ihr seid nicht ich bin nicht mit allem d'accord, was ihr sagt, aber ich bedanke mich trotzdem sehr für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen durfte. Und ich hoffe, dass auch ein paar Leute im Publikum über das Problem nachdenken. Ich halte es wirklich für eines der größeren Risiken, denen wir gerade entgegenlaufen. Und ich denke, wir sollten etwas darüber tun. Jo, ich würde noch abschließend sagen, wir haben viele von den Fragen zu KI-Sicherheit jetzt nur so angerissen. Und wir machen auch ganz viele Links unten in die Beschreibung, dass ihr euch noch ein bisschen weiter informieren könnt. Oder wenn ihr irgendwelche, Argumente unschlüssig fandet, vielleicht, wenn ihr euch die anderen Sachen anguckt, zum Beispiel einen Vortrag von Eliezer Jutkowski, vielleicht werdet ihr dann überzeugt. Außerdem, ich diskutiere wirklich gerne. Also wenn jetzt jemand hier glaubt, ich habe wirklich einen Blödsinn geredet, hier sind die 300 Punkte, wo ich falsch liege. Ihr könnt wirklich mir gerne entgegenkommen. Ich diskutiere mit euch darüber. Also bist du so ein Diskutierer-Politik-Kind? Ja, und in dem Fall, in dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ihr recht habt, kann es sogar sein, dass ich euch recht gebe. Aber mal sehen. Er ist nicht nur irgendein Politikkind, das Rechthaber ist, sondern er ist das Rechthaber-Politikkind. Aber also in dem Fall wünsche ich mir, dass du Unrecht hast, weil ich halt keine schlimmen Gefahren haben will. Oh, okay, na gut. Dann danke an euch fürs Reden und danke an die Zuhörer zum Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.